Achte Folge von Attack on Titan zeigt mir wieder mal aufs Neue, warum ich Attack on Titan als Anime einfach nur überragend finde und liebe. Doch bevor wir so richtig loslegen, lasst auf jeden Fall ein Abo auf dem Kanal da, damit wir auf jeden Fall gigantisch werden. Auf jeden Fall legen wir los. Die Folge fängt natürlich ganz klar an mit unserem Boy Rainer, der erstmal auf die Fresse und auf die Rübe geklatscht bekommt, aber gleichzeitig auch Galliard rettet. Und was mich hier am meisten freut, ist, dass Galliard immer so groß rumgeredet hat und arrogant war, aber im Endeffekt einfach mal auf die Fresse bekommen hat. Und im Endeffekt Rainer ihn retten musste, nicht er wiederum Rainer, wie es bei den ersten Folgen der Fall war. Das hat mich sehr gefreut, dass dieser Typ mal endlich mal seine Fresse halten kann. Auf jeden Fall. Währenddessen hat natürlich Gabi auch den Eren-Syndrom und ist komplett aufgewühlt und will Eren-Jäger auf jeden Fall töten. Der Eren-Syndrom ist der überhebliche Standard-Shonen-Charakter, der immer rumschreit und ihr wisst, was ich meine. Genau diesen Charakter versinnbildlicht einfach Gabi. Und was bei Gabi interessant ist, wenn Gabi im Grunde Eren darstellen soll, dann Eren im Endeffekt so geworden ist, wie er jetzt ist, dann wird doch Gabi, wenn er wie Eren wird, auch so enden wie Eren und what the fuck. Und den ersten Plot-Twist hat Gabi ja auch. Und zwar, Sieg ist nicht einer von den Marley gewesen, wie man gedacht hat. Und das freut mich zu hören, denn dieser Plot-Twist, den ich im letzten Video versucht habe, so ein bisschen aufzugreifen, ohne den Manga zu lesen, ganz wichtig, der kam einfach und ich habe mich einfach darüber gefreut. So Dopamin-Level ist einfach over 9000. Denn es passiert ja genau das, was mit Eren auch geschah. Eren hatte ein bestimmtes Motiv, dachte, er ist bei den Guten, so von seiner Mauer umhüllt und die Titanen sind die Gegner, hat später realisieren müssen, dass die Gegner sich wandeln, dass es Verräter gibt unter ihnen, die eigentlichen Gegner sind, und danach hat er nochmal erfahren müssen, dass die Marley und die andere Seite die Gegner sind, und Gabi geht durch diese Erfahrung auch, denn Gabi erfährt, dass er dachte, wir sind die Guten, die anderen sind die Bösen, hat dann realisieren müssen, die Welt ist nicht so simpel, sogar Sieg ist mit den Dämonen zusammen. Was passiert hier? Und kriegt den Schock ihres Lebens, wie damals auch Eren. Also könnte Gabi auch zu einem Monster werden oder was? Das stellt mir, so stellt sich die Frage, die ich mir aufstelle. Und das ist immer wieder dieser Kreislauf, der stattfindet bei Attack on Titan und ist immer wieder überragend zu sehen, wie das überhaupt gehandhabt wird. Aber auf jeden Fall, das ist halt dieser krasse, kranke Plot-Twist, dass sie gemeinsam mit Eren verdeckte Sachen halt machen und dass die beiden im Grunde für das Wohl der Eldia im Hintergrund gearbeitet haben und sie den Marleys einfach was vorgespielt hat, ganz einfach. Und dadurch, dass die jetzt einige Schaden angerichtet haben, kann man auch diesen Krieg etwas verschieben, oder diesen Angriff generell, der an die Paradise Island, in Anführungsstrichen Dämonen, stattfinden sollte. Was hier nochmal krass ist, ist, dass natürlich Gabi und Falco, bevor sie hoch auf dieses Zeppelin steigen, nochmal ein paar Wörtchen verlieren, bevor sie halt gemeinsam da oben hingehen und ein bisschen Chaos anrichten. Da tun sie auf jeden Fall darüber reden, also die philosophieren und reden über die Sachlage, die befindlich ist. Und da finde ich es nochmal überragend zu sehen, wie krass überhaupt ein klitzekleiner Angriff, was das alles an sich anrichten kann. Der Angriff hat wahrscheinlich so in Echtdauer vielleicht 10 Minuten, 20, 30 Minuten irgendwas gebraucht. Und nur diese klitzekleine Zeit hat einfach dafür ausgereicht, dass etliche tausende Menschen womöglich ihr Leben verloren haben. Und das ist halt immer wieder grausam mit anzusehen. Und demonstriert wird die Komplexität von dieser Serie Attack on Titan durch Falco meiner Meinung nach in dieser Folge. Denn Falco ist so eine Person, bei ihm sieht man, er hat diesen Schmerz, er hat Kameraden verloren. Wegen ihm vor allem wurde all dieser Chaos angerichtet. Aber er versteht Eren. Er versteht ganz klar die Motive, beziehungsweise nicht die Motive, das wäre falsch, die Gründe, warum Eren, die Lage, in der sich Eren befindet, diesen Leid, den Eren erfahren hat von den Marley, beziehungsweise den Kriegern von damals. Denn im Grunde waren es ja die Truppe von Falco und die Krieger, denen Falco auch angehören will, die den Schaden indirekt angerichtet haben. Denn gäbe es diesen Angriff nicht, gäbe es auch den Angriff jetzt nicht, weil die einfach so blindlings einfach weiterleben würden. Das ist halt genau dieser Leid, den Falco ganz klar wahrnehmen kann. Aber trotzdem die Liebe zu Gabi halt im Grunde nochmal eine Schippe stärker ist, weswegen er mitzieht, wie ein Ehrenbruder. Und das ist halt genau das. Das ist halt diese komplexe Welt von Attack on Titan, weil es ist im Grunde so, dass beide Seiten Verluste erlitten haben und ihre bestimmten Motive haben, aber im Grunde diese Welt einfach scheiße ist. Das denken sich vor allem Eren mit seinen Blicken, die auch von Levi einfach zusammengetreten wird, sein Gesicht. Und Levi meint ja auch, dass Erens Gesicht so wie die Typen im Untergrund sind. Und im Untergrund kann man sich ja denken, sind einfach
einfach nur Crackheads und Typen, die einfach, wie soll ich sagen, ihr Leben nicht so gescheit im Griff haben. Warum war Levi beispielsweise im Untergrund? Weil er keine Mutter hatte und Kenny ihn so aufgezogen hat, dass er dort überleben kann. Also sind da eher Leute, denke ich, die auch einige schlechte Sachen durchmachen mussten. Und Eren ist genau in dieses Muster hereingefallen und hat dann mit Sieg gemeinsame Sache gemacht, was eigentlich Levi und seine Truppe nicht freut. Weil die haben so ein gewisses Konflikt auch in diesem Zeppelin. Da gibt es einmal den Aufklärungstrupp, die ausgenutzt wurde von Eren und etliche Verluste erleiden musste. Vor allem auch den Verlust von Sascha. Dazu kommen wir gleich zu sprechen. Aber man sieht an Levi und den anderen, dass die in dieses Sinnbild von, in diesen Plan gar nicht eigentlich so richtig gehören wollen. Ein Levi hat auch beispielsweise Androhungen an Sieg gemacht, dass er mal kurz den später hops nehmen will. Dass er meint, dass er den seinen Tod irgendwie später aufspart. So. Somit sehen wir eigentlich, wie Eren tief gesunken ist. Auch die Reaktion von Eren zu Saschas Tod ist eine komplett andere wie die der anderen Kameraden von Sascha. Denn wir haben schon von der Folge an, die so beginnt, so einen gewissen Unterschied gehabt zwischen dem Aufklärungstrupp, die so Veteranen sind wie Conny, John und auch Sascha. Die haben einen komplett anderen Blick als die anderen neuen Mitglieder des Aufklärungstrupps, wenn es natürlich neue Aufklärungstruppsmitglieder waren und nicht keine anderen. So, man merkt, wie allein an den Blicken, wie der Unterschied und worin der Unterschied liegt. Ein John, ein Sascha, ein Conny, eine Sascha, ein Conny, die haben Verluste erlitten, davon können diese anderen, die darum so triumphieren, gar nicht erst vorstellen, weil die haben gerade mal 6 Kameraden verloren, die betiteln sie als Helden, aber die Hölle durchlebt haben diese 3 und das merkt man an deren Blicken. Die haben keinen Bock auf dieses ganze Morden und all den Kram. Die anderen, die Neuen, sagen, wir sollen die Kinder einfach wegwerfen, so manipuliert und voll komplett bescheuert, aber John und die anderen wollen es nicht. Die wollen keine weiteren Leben kosten. Die wollen diesen Schmerz und diesen Hass nicht weiter ausregen lassen und haben keinen Bock auf Krieg einfach. Das merkt man bei denen von der Fresse aus. Und auch deren Reaktion auf den Tod von Sascha verglichen mit dem von Eren verdeutlicht nochmal Erens Lage und wie er überhaupt drauf ist im Gegenzug der anderen. Die anderen heulen, die zeigen geisteskranke Emotionen und sind einfach niedergeschlagen, während Eren sich nur im Kopf mit diesem Blick denkt, die Welt ist verdorben, wir sind nicht frei und deswegen müssen wir weitermachen und ist bereit für seinen Kameraden, die er verlieren musste und all den Leid, den er und seine Kameraden mit erleiden musste, so viele Opfer wie möglich zu bringen. Er lacht darüber, ganz traurig und ganz grausam, aber mit und trotzdem zerreißt es ihn innerlich sehr, was mit Sascha geschehen ist. Sascha sagt auch, nachdem wir unser Land zurückerobert haben, werden wir mehr essen können. Und genau für dieses Motiv, für das lebt auch Eren. Er möchte die Freiheit gewährleisten und dafür ist er sogar zu einem so scheußlichen Monster geworden. Was auch überhaupt zu einem, wie soll ich sagen, das ist auch schon eine Kunst an sich. Stellt euch vor, so ein Goku wird zu dem Bösewicht der Serie. Oder ein One Piece, vergleicht es mit One Piece, ein Ruffy wird zum Blackbeard, einem Bösewicht. Das ist doch unglaublich und unvorstellbar, was da überhaupt passiert. Das ist doch geisteskrank. So Ruffy, der Sinnbild für Freiheit, was Eren ja im Grunde auch ist. Der Attack Titan, der angreifende Titan, der Angriffstitan oder wie ihr den auch nennen mögt. Der ist doch für die Freiheit da. Und genau das tut auch Eren, aber hat seine Menschlichkeit damit überhaupt komplett aus dem Ruder geworfen. Stellt euch vor, Naruto wird zu einem Bösewicht und so diese unvorstellbaren Dinge, die passieren in Attack on Titan, weswegen diese Serie einfach das Beste vom Besten ist. Und dieser Tod von Sascha Braus, die hat mich mitgenommen. Das ist so gewesen, wie wenn man eine alte Kollegin oder einen alten Kriegs- oder so eine Schwester verliert. So eine Frau, die immer da gewesen ist, immer in diesen Kriegen mitgespielt hat, musste sterben. Und da habe ich die Gänsehaut des Lebens bekommen. Und es hat wirklich an der Tränendrüse gekratzt. Und die Folge ist so mit auch zu Ende gegangen eigentlich und ist eine so geisteskranke Folge wie E&D. Und genau das ist es auch, was Attack on Titan, was ich am Anfang angesprochen habe, so heftig macht. Attack on Titan ist keine Serie, die alles so aufspart und alles passiert erst ganz im Nachhinein, sondern Attack on Titan ist eine Serie, bei der die krassen Sachen, die man sich vorstellt, ganz am Anfang geschehen. Also wenn ich mir so denke, was habe ich von der 4. Staffel erwartet, dass Eren und seine Truppe hingehen und richtig mal aufräumen. Mit dem Gedanken bin ich eigentlich da hingegangen an die ganze Sache und wollte das sehen, was passiert. 6., 7. Folge passiert direkt und nach einigen Zeiten wird wahrscheinlich noch krass passieren. Das, was ich gedacht habe, was am Ende vielleicht passiert, passiert einfach jetzt und das war erst der Anfang und es wird noch viel heftiger bekommen, weil wir haben 2 Kombinationen. Wir haben den Eren-Jäger, der 3 Titanen gleichzeitig besitzt, den Angriffstitan, den Kriegshammer-Titan und zugleich den mächtigsten Ohr-Titanen, gemeinsam mit dem Königsblut, sie, der natürlich auch den Beast-Titan besitzt. Dann hätten wir natürlich noch den kolossalen Titan und eventuell
eventuell noch Annie, aber die zähle ich noch gar nicht dazu. Der haben ja gar nichts bekommen, aber die wäre wahrscheinlich so von meinem Gefühl her, wenn ich urteilen müsste, nicht direkt freundschaftlich oder so gesinnt gegenüber Eren und so weiter, außer wenn die vielleicht mitkriegt, was passiert und auch von Sieg überredet wird und so weiter. Das ist eine ganz klare Angriffsmacht und sie haben natürlich auch einen, wenn wir Annie nicht mitzählen, einen sechsten Titanen und das ist Levi, ganz klar. Der Bruder, der alles mal kurz auseinander nimmt und Eren mal ein paar Backpfeifen gegeben hat, auf Ehre, wofür wir auch stolz sein können, weil dieser Eren sich irgendwie voll menschlich verändert hat, hat der mal für die Zuschauer einfach mal ein paar Uppercuts und ein paar Kicks verteilt. Okay, keine Uppercuts, aber er hat einige Kicks verteilt, einen Kick verteilt und das reicht eigentlich auch als Zuschauer, wenn man diesen bekommt. Ansonsten, Friends, war es das mit der heutigen Review. Ich habe die Folge genossen. Wie fandet ihr die Folge? Schreibt es unten in die Kommentare. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.